dich! Verpiss dich! Mann! könnt ihr natürlich gerne dabei sein. Server ist EU2. Und ja, wir sind gleich in Amsterdam. Wir fahren jetzt gerade aus, ihr seht es hier auf der Karte, Luxemburg fahren wir los. Und werden dann nach Amsterdam rumfahren. Ja, kurz, aber nur ganz kurz. Also schneiden wir Gott sei Dank nur an. Da bin ich so froh drum, dass wir das nur anschneiden. Ja, wie gesagt, das wobei, ist meine. Wobei, am Europort ist eigentlich relativ wenig los momentan. Die sind alle im Skandinavien-Bereich. Die sind alle im Skandinavien unterwegs. Wegen den Gigalinern. Wo bist du eigentlich? Ja, ich bin hier immer noch. Ich bin ja schon wieder weiter. Wartest du mal? Ich hab gesagt, ich hol mir gerade die Fracht noch. Ach so, sagt er. Ah, ja. Musst du da etwa nach Rotterdam rein? Bist du Jeck? Bist du verrückt? Nee, ich muss die mir hier holen und fahr die bis nach Rotterdam rein. Du bist nach Rotterdam, der ist bescheuert. Okay. Also wie gesagt, wir stehen in Luxemburg gerade. Ja, du kannst ja mal gucken auf die Map und dann einen Wegpunkt setzen. Und zwar Rotterdam Postbiet. Okay. Ernsthaft? Muss das so? Ich will nicht über Rotterdam. Ich will da nicht her. Postbiet, sagte der. Ja. Und ja, Euro, da hast du recht, es ist ein Ossi dabei. Und zwar unser Quoten-Ossi. Der Herr Fumpi. Hallo. Immer wieder gern. Hat ja, definitiv. Ja, bei Rot ist Ampel. 312, 298. Weil da kommen nämlich besten 10 zustande teilweise. Mhm. Oh je. Oh ja. Ich spreche aus Erfahrung. Oh, komm. Da ist Ampel. Wird die Ampel nicht rot? Wenn sie nicht rot, da kann man ja die Zeit mal eben nutzen und mal kurz was trinken. Nee, ich stehe hinter dir, du Nase. Sollte jetzt nicht das Problem sein, ein Stückchen weiter vorzufahren. So. Warnblinker aus, links blinken und ab geht's weiter. Und jetzt geht es weiter. Es geht nach Rotterdam, der ist so bescheuert, der Kerl. Dass er mich unbedingt nach Rotterdam schieben will. Ja. Mann! War schuld? Ich wollte nur nach Amsterdam! An Rotterdam vorbei! Ich wollte nicht nach Rotterdam rein! Du hattest gesagt, ob ich mir noch eine Fracht hole. Ja, aber ich hab nicht daran gedacht, dass du auf Rotterdam kommst, du Knaller! Ja, ich hab kein Problem mit Rotterdam. Ja! Ja, außer dass die FPS flöten geht, obwohl momentan eigentlich nicht, aber wir gucken uns das jetzt gleich einfach mal an. Ich hab insgesamt noch 403 Kilometer. Okay. 320. Okay. Ja, ich muss ja doch nach Amsterdam, das ist ja noch ein bisschen weiter weg. Mhm. De, 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 de
Falsch. So, 104. Und der Euro-RP ist gerade auch schon auf dem Weg nach Rotterdam. Okay. Die macht mir Angst. Ja, wir wollen eine FPS-Zahl drücken. Okay, versuch's. Sollte eigentlich nicht so einfach werden. Mit der alten Grafikkarte war das schlimm gewesen. Und Enrico, einen wunderschönen guten Morgen auch an dich. Ich habe dich auch schon lange nicht mehr im Livestream gesehen. Alles gut bei euch? Hallöchen. Lieber Euro, den Funk habe ich aus Gründen abgeschaltet. Weil, du musst das so sehen, da die Videos geschnitten auf YouTube hochgestellt werden, und irgendwelche Pfeifenreiniger zufälligerweise irgendwelche Musik tollerweise spielen, von denen ich nicht ganz sicher bin, ob die ganz GEMA-frei sind, kriege ich dadurch eine wunderschöne Meldung, dass das Video gesperrt oder vielmehr, dass das Video nicht monetarisiert und nicht freigegeben werden kann. Und das finde ich verständlicherweise blöd, deswegen habe ich separat wie Musik einlaufen und den Funk prinzipiell aus, wenn ich hier auf dem Server unterwegs bin. Ne? Und okay, Enrico, du hast viel zu tun, das ist viel zu viel zu tun. Das ist nicht gut. Ich hoffe, dass es bald wieder besser wird. Einfach positiv nach vorne gucken, mache ich meistens eigentlich auch. Und meistens kommt es dann noch schlimmer, aber es wird dann auch mit Sicherheit irgendwann wieder besser. Und meine Fracht ist instabil. Was fährst du denn jetzt? Baumrinde. Du fährst Baumrinde? Was? 15 Tonnen Baumrinde. Okay. Also rindenmulch jetzt oder halt Baumstämme? Nee, Kipper. Den Kipper voller Baumrinde. Okay, dann ist dann Rindenmulch. Das Ding ist instabil, wie sonst was. Okay. Hast du den kleinen oder einen großen dran? Klein? Ja, mit denen fahre ich nicht gerne. Mit denen fahre ich wirklich nicht gerne. Große Lenkbewegung darfst du nicht machen. Nee. Ja gut, okay, bei dir macht's ja eh nicht aus. Du kippst das so oder so um. Ja, ist doch gut. Ist doch gut, Manu. Mal sehen, ob deine Kleberrollen noch heute zum Einsatz kommen. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es einfach mal nicht. Wobei, die sind ja eigentlich schon zum Einsatz gekommen. Na, als mich hier der eine Typ da abgedrängt hat, einfach mal. Ja. Aber da hast du doch bloß 10, 20 Stück gebraucht hier zum Fixen deines Vorhauses. Ja, aber trotzdem. Ne? Trotzdem, sowas ist nicht gut. Sowas macht keinen Spaß. Nein. Nein. Aber ich hoffe, dass es hier Panzertape ist und nicht diese komischen Paketkleberrollen. Die helfen ja gleich gar nichts. Eben. Die helfen nur für ihren Bestimmungszweck, für Pakete. Richtig schönes Ducktape. Damit kriegst du so viel gefixt. Damit kriegst du so viel repariert. Alter! Bist du verrückt? Bist du eigentlich des Wahnsinns? So daher zu fliegen? Du machst doch nicht anders? Ja, ich bin abgedrängt worden diesmal. Die ausnahmsweise mal nicht selbst verschulden. Ausnahmsweise. Es ist wirklich passiert. Da hat mich so ein Spinner einfach mal spontan weggedrückt. Ohne Grund vor allem auch. Einfach ohne Grund hat der mich abgedrängt. Weil er offenbar einen kleinen Penis hat. Und zufälligerweise unbedingt die Autos schön hinter sich haben wollte. Eine andere Erklärung gibt es dafür nicht. Nein? Nein? Nein, nein. Nein. Na doch. Nein. Eine. Er hat einen kleinen Penis. Großartig. So, gibt's noch einer? Nee. Hat gesehen, dass du bist. Ja, da, Enrico, diese Frage, die habe ich mir gerade auch gestellt. Was für ein Trottel das war, der mich da einfach mal spontan überholt hat. Aber Gott sei Dank sind solche Sackgesichter nicht die Regel. Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Obwohl auf dem EU2, auf dem EU2 bin ich mir nicht so ganz sicher. So, Penis, ja, ein Plankton. Das ist natürlich auch eine gute Beschreibung. Das ist eine gute Beschreibung. Er hat keinen Penis, er hat Plankton. Ja, die Beschreibung ist gut. Das ist ja schon, fast kein Mikropenis mehr. Scheiße, wenn ich so viel fluche, da kann ich die Videos ja gar nicht monetarisieren. Werbeunfreundliche Inhalte. Das ist so eine geile Scheiße von YouTube. Diese neuen wunderschönen Werberichtlinien. Etliche YouTuber wechseln nach Twitch. YouTuber wechseln wirklich nach Twitch. Weil die keinen Bock darauf haben. Ja, und das bringt Twitch wieder schön viel Geld ein. Ja, klar. Und Twitch gehört ja zum Amazon-Konzern. Ja. Aber weil die eben dafür zahlen, dass ihre Streams nicht ruckeln. Wir haben es ja schon gehabt. Ja. Übrigens, ich hab's jetzt hier letztens wieder mit eben probiert. Ja. Mal hier gesehen gehabt. Ja. Der hat hier auch wieder Twitch versucht. Okay. Ist genau die gleiche Scheiße gewesen wie bei dir. Mhm. Also scheinbar, erst wenn du es bezahlst, hier bekommst du ordentlich Bandbreite und hier. Und Darby sagt Hi, guten Abend. Oder Hi, sagen wir mal. Hier im Chat. I see you got banned. Okay, da kommen welche angeflogen. Simogamer.de. Du bist Deutschland. Du bist Deutschland. Und lieber Enrico, wenn ich sämtliche Sachen auspiepsen würde, dann wird hier in dem ganzen Stream nicht ein vernünftiges Wort laufen. Dann wird die ganze Zeit ein Dauerpiepsen drüber sein. Und nein. Nein. Ne, da wird ein Dauerpiep werden. Nein. Vorsicht, hier sind Idioten. Pandas Gott. Wunderbar durchgekommen. Ich auch. Aber Gott sei Dank, wir haben ja gerade noch drüber gesprochen, dass es Gott sei Dank nicht so viele Idioten gibt. Ungefähr, ihr habt es gesehen, der eine LKW, der auf dem Seitenstreifen lag, ne? Oder stand für immer. Ne? Ja. Ich liebe solche Tage. Ja? Was? Wie gesagt, ich hätte hier. Ja? Ja? Ich hätte diese Autos niemals eingeführt. Ist das mal so? Für Admins ist das gar nicht mehr schlecht. Ja, nur für die Admins aber. Nur für die Admins? Die Admins haben auf den Servern, ist kein Scherz, die Polizeiautos. Ja, ja. So, und jeder Benutzer, der auf die geile Idee kommen würde, mit Polizeiauto zu fahren, der wird sofort gebannt. Mhm. Ne? Ich habe sogar schon mal, ich weiß jetzt nicht, ob das in irgendeiner Aufnahme war. Vorsicht, da steht einer mitten auf der Straße. Ist es jetzt Polizeiauto mit Blinklichtern, also mit den blauen Rundumleuchten, halt polizeitypisch halt, an mir vorbeigefahren. Ich fand das cool. Ich fand es so schade, dass ich das zu dem Zeitpunkt nicht aufgenommen hatte. Okay. Mhm. Das fand ich wirklich schade, aber passiert. Da, 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 da. Du müsstest jetzt irgendwie 64 Kilometer noch haben, oder was? 51. Ja, war die Schätzung gar nicht mehr so verkehrt, ne? Sind doch bis 14 Kilometer. Ja, und? Haben oder nicht haben? Hm? Außerdem, wer will ausgerechnet bei einem Schilbe-Virtual-SS.de Stream unbedingt Erbsen zählen? Fumble. Macht er da. Was hier schön wäre, wenn wir jetzt hier. Wir sehen ja schon keine Erbsen mehr. Das sind Melonen. Ja. was hier schön wäre, wenn wir jetzt über Brücken fahren,
wenn dann starker Wind hergehen würde, so wie die Windfahne das anzeigt. Das wäre cool.